Schöne Grüße aus Griechenland. Ich bin auf Reisen und das ist meine Reisetasche von Tasmanian Tiger, eine taktische Reisetasche. Damit bin ich hier von Österreich nach Griechenland gekommen und wenn du meine Erfahrungen wissen willst und rausfinden magst, ob es auch was für dich ist, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo und willkommen, da ist der Reini Rossmann, schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier von meeresurlaub.at, unserem neuen Projekt, dem Partnerprojekt von waldurlaub.at. Das ist der Meeresblick und es gibt, glaube ich, keine bessere Möglichkeit, diese großartige Tasche, und das kann ich jetzt schon sagen, zu präsentieren. Ich habe sie innerhalb Österreichs bei einigen Ausflügen dabei gehabt. Ich war auf einigen Seminaren, ich war auf Therapien mit meinem Sohn. Also ich habe die schon im Einsatz gehabt, aber noch nicht so remote. Ich weiß, dass ich hier in Griechenland nicht hundertprozentig remote bin, aber es ist doch was anderes als 2 Stunden nach Hause zu fahren. Diese Tasche ist taktisch und eine Sache mag ich gleich dazu sagen. Du hast eine Reisetasche und du hast einen Rucksack. Ja, was meine ich damit? Du hast hier, das ist natürlich jetzt nicht nur bei TT so, es gibt auch andere Produkte von anderen Herstellern, die das haben, aber ich kann diese Reisetasche auch als Seesack, auch als Rucksack mit gutem Tragesystem, weil das ist ja ganz wichtig, einen Seesack gibt es bald mal, aber der schnürt dir halt, naja, die Schultern ein. Das ist hier nicht der Fall, du kannst alles einstellen, es gibt einen Brustgurt. Das Einzige, was es nicht gibt, ist einen Hüftgurt und den brauche ich auch nicht, denn mein Hüftgurt ist hier unten, aber das ist ein anderes Thema. Wirklich großartig und das war absolut top. Wien schwächert, ich habe die Tasche, gebe die rein, gebe sie beim Gepäck auf und sagt die nette, freundliche Dame, ja, das ist sehr gut, aber Sie müssen das hier abnehmen, das ist ein Problem, sonst verheddert sich das Ganze. Und ich, wenn's geht, sagt sie zu mir. Und ich schaue so hin und ich habe es echt nicht gewusst. Ja, das geht. Hier aushängen, hier unten den Karabinerhaken ausarbeiten und dann ist nur mehr ein, ja, ein Henkel da. Das kann man dann zusammenpacken, das haben wir dann auch gemacht. Und dann hat sie mir auch den hier drauf gegeben und alles war gut. Das heißt, das ist für Flugreisen wichtig und gut. Damit ich es nicht vergesse, wenn dir das Video gefällt, bitte gib gleich einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und teile das Video. YouTube mag das und das mag ich, also ich danke dir. Aber lass uns mal die Tasche direkt durchgehen. Außen eine Klettfläche für Patches. Da kannst du deinen Namen raufgeben oder K4, K4, die Reini Rossmann Messermarke, billige Eigenwerbung, ist das alles hier, das muss da ganz klar sein, aber das ist mal dieser Punkt. Dann gibt es hier ein Hauptfach, ja, den Deckel für das Hauptfach, ein 2-Wege-Reißverschlusssystem, funktioniert sehr, sehr gut, ist alles eine runde Geschichte, wie ich meine. Hier hast du dann an diesem Deckel noch Netztaschen, 1, 2, 3, hier etwas kleinere Netztaschen. Ja, hier seitlich, die sind rund und dann eine große Breite. Du wirst sehen bei dem ganzen Rucksack, dass das eigentlich ein Platzwunder ist, was es da alles an Möglichkeiten gibt. Gut, hier sind solche kleinen Laschen angebracht. Bin mir nicht ganz sicher, was hier die Idee ist, denn da werde ich wahrscheinlich nicht unbedingt was reinstecken wollen, aber es geht natürlich. Oder ist es dazu da, um irgendwo ein Flexicord durchzugeben? Weiß ich nicht ganz genau, aber auch das ist gegeben. Dann im Inneren hast du diese Molle-Streifen bzw. die Klettflächen, die für das modulare System, also die ganzen Pouches, die es gibt, billige Eigenwerbung, gebe ich dann natürlich den Link, gedacht. Das geht hier die gesamte Höhe entlang und zwar auf beiden Seiten. Ja? Auf beiden Seiten hast du hier und hier. Das heißt, du kannst hier auch klassisches Molle anbringen oder das modulare System von TT oder an anderen Herstellern. Dann haben wir hier 2 solche Fächer, ja, an den Außenseiten. Auch die, das ist recht nützlich und lässt sich gut gebrauchen. Ja, und dann ist schon einmal das Hauptfach fertig. Dann schauen wir uns die Seitenfächer an. Die sind nicht gleich. Das hier ist das schmale Seitenfach. Auch hier hast du, also schmal, ich meine, da geht schon einiges rein. Ich gebe da unten auf jeden Fall den Link, schau dir an. Das Volumen ist großartig. Aber gut, soll so sein. Hier kannst du auch wiederum mit Glätt- bzw. mit Molletaschen anbringen. Und auf der anderen Seite ist die breite Tasche, so nenne ich das. Ich mache das übrigens alles einhändig. Das heißt, du kannst alles einhändig öffnen, was ich absolut großartig finde. Hier hast du ein viel, viel breiteres Fach. Da geht auch dort mir rein. Ich habe das für Toilettartikel jetzt benutzt, Taschentücher und so und Zahnbürste, die habe ich natürlich jetzt im Haus. Also in diesem Haus hier, nämlich auf meeresurlaub.at. Ich schlafe hier unten in dieser Wohneinheit, aber egal, dort liegt das ganze Zeug. Daher ist jetzt nicht voll, aber das wirst du mir verzeihen, das kannst du dir vorstellen. Hier gibt es dann keine weitere Unterteilung.
Das bedeutet, der Unterschied zwischen dem schmalen Fach und dem etwas breiteren ist genau das hier. Ja, dann lass uns einen Blick auf die langen Seitentaschen werfen. Das hier ist ein einfaches Zipsystem, also da kannst du etwas reingeben. Finde ich wirklich, wirklich, wirklich großartig. Und hier ist genau dasselbe mit eingebaut. Also ich will jetzt nicht ins Meer runterfallen. Ich meine, kann eh nicht passieren, ist eher Mauer und so, aber trotzdem. Ja? Also ich passe jetzt ein bisschen auf. Hier hast du noch einmal so eine Seitentasche. Da ist alles, das kann man auf jeden Fall gut brauchen. Aber es gibt hier noch etwas, wenn du genau schaust. Und zwar auf beiden Seiten. Und zwar neben diesen Reißverschlüssen gibt es eine eigene Tasche, die hier seitlich über eine kleine Klettfläche aufgemacht werden kann, für eine Art Schnellzugriff. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, was da die Idee von TT ist, aber das wäre grundsätzlich denkbar. Dieser Bereich geht auch über die gesamte Länge, das heißt, du siehst hier die Naht auf beiden Seiten, also das ist auch relativ groß. Ich könnte mir jetzt vorstellen, als Beispiel, ich habe da eine Wasserflasche drinnen, ja, und also nichts, was irgendwie wertvoll wäre, und wenn ich es verliere, ich schreie und sage, aufmachen, Flasche nehmen, als Beispiel. Das könnte ich mir vorstellen, ja, ist auf der anderen Seite auch der Fall. Also, du siehst, geht aber auch nicht so einfach auf, also da muss man richtig anziehen. Es ist hier keine weitere Funktionalität, also da ist kein Klett oder irgendein Molle-System oder sonst was, sondern sind einfach nur Taschen. Ich bin mir sicher, du hast irgendeine Idee, was du damit machen kannst. Was ich auch genutzt habe, was sehr, sehr praktisch war, ist dieser Bereich hier. Das heißt, du hast im Deckelfach innen, das habe ich dir schon gezeigt, die Netztaschen, du erinnerst dich, aber du hast auch hier für den äußeren Zugriff da noch einmal eine sehr, sehr große Tasche. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich da reingepackt habe, aber es hat sich auf jeden Fall, irgendwas war da, ich weiß es nicht mehr, ist ganz einfach so. Diese Tasche ist natürlich eine Reisetasche, das bedeutet, die kann ich jetzt nicht irgendwie absperren besonders oder für irgendwelche Waren, Waffen oder sowas, gibt es ja auch von TT, würde ich das jetzt nicht benutzen. Es gibt zwar da die Funktionalität, das abzusperren über den Zipfer, ja, aber Hand aufs Herz, was bringt das? Mit einem einfachen Messer schneide ich da mal auf und die Sache ist erledigt. Also das ist okay, aber es ist halt nicht dasselbe wie ein richtiger Waffenkoffer, aber das soll es einmal an dieser Stelle sein. Ja, so schaut es mal aus. Ja, und die Freunde von TT haben halt immer so Kleinigkeiten, dass sie da solche kleinen Laschen mit dazu machen, wo ich jetzt momentan einfach keine Idee dazu habe, was ich konkret damit tun könnte oder wollte, aber sie sind da. Das bedeutet, du hast hier eine Lasche und du hast hier eine Lasche und hier. Das heißt, hier könnte man zum Beispiel ein Flexicord spannen. Und TT hat mir auf der IWA 2022, der Chefentwickler oder einer der Entwickler, hat mir erzählt, das macht er gern, diese Lasche mit einzubauen. Warum? Weil es kostet wenig Geld, das ist ein Arbeitsschritt. Und vielleicht gibt es irgendjemand, der genau diese Lasche brauchen kann und ist damit glücklicher mit seinem Rucksack oder mit seiner Reisetasche. Hurra! Alles in allem eine sehr brauchbare Reisetasche. Viele Griffmöglichkeiten, das Ganze zu packen, zu tragen, zu transportieren. Mir gefällt die irrsinnig gut. Ich gebe dir natürlich unten den Link, wo du das nette Teil erwerben kannst. Und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, vielleicht magst du ja eine K4-Scheide für eines deiner Messer, vielleicht der Victorinox sorgen oder mein Messer oder meine Bücher oder meine Kurse oder was auch immer. Ich gebe dir auch unten den Link, weil ich billige Eigenwerbung mag. Was hältst du von diesem netten Teil hier? Und würdest du mit dem Teil für eine Woche nach Griechenland, zum Beispiel hier auf meeresurlaub.at fliegen? Wäre das für dich okay oder brauchst du irgendwas anderes? Lass mal gerne einen Kommentar da. Und es hat mich gefreut, dein Rainer Rossmann. Und ciao, ciao.